moderieren. Alter. Gib mir den Sack. Die lang ersehnte Rückkehr der Städtebausimulation SimCity ist vollbracht. Im Folgenden einige Highlights unseres Tests. Ja, all diejenigen unter euch, die lange auf das neue SimCity gewartet haben, müssen sich derzeit weiterhin in Geduld üben. Das Spiel verlangt nach einer dauerhaften Internetverbindung, die aufgrund strauchelnder Server seitens EA aber leider nicht gewährleistet werden kann. Statt Städtebausimulation also eher sowas wie Fehlermeldungsgenerator. Kennen wir irgendwoher? Es tut mir leid, aber die Assassin's Creed-Reihe hat mittlerweile echt einen Bart. Dank Assassin's Creed 4 Black Flag jetzt sogar Augenklappe und Holzbein. Bereits 5 Jahre in Folge beehrt uns der weißgekleidete Meuchelmörder pünktlich zum Jahresende. Sicher, die Spiele sind nie wirklich schlecht. Jubelschreie werdet ihr von meiner Seite aufgrund des ersten Trailers aber sicherlich nicht hören. No! Kleines Ratespiel. Welchen Titel suchen wir? Die etwas betagteren Spieler unter euch werden es anhand unserer künstlerisch wertvollen Darbietung sicherlich richtig gedeutet haben. Thief. Langfinger Garrett kehrt zurück. Das Reboot wird von den Deus Ex Human Revolution Machern von Eidos Montreal entwickelt und dürfte sich deshalb in fähigen Händen befinden. Bis auf ein paar Bilder wissen wir noch nicht viel, außer, dass es im kommenden Jahr für PC und Next-Gen-Konsolen erscheinen wird. Lange Zeit war es gefährlich ruhig in der Wii U-Welt, aber jetzt, ich meine jetzt, kommt der ultimative Kaufgrund. Ein neuer Trailer von LEGO City Undercover. Mit absolut ungekünstelten Leuten, die echt ganz total viel Spaß beim Spielen haben. Und dann diese Grafik und die Action. Das LEGO-Ding wird ja bestimmt ganz nett, aber wenn ihr von diesem Ding da wirklich mal irgendwas verkaufen wollt, dann müsst ihr anfangen, die Scheiße zu bauen. Schafft das. Einige Neuigkeiten wollen mit einer gesunden Portion Ernsthaftigkeit vorgetragen werden, damit sie auch richtig zur Geltung kommen. In diesem Fall der wundervolle Grammy-nominierte Soundtrack zu That Game Company's Journey. Den gibt es jetzt komplett via YouTube auf eure Ohren. Hören wir doch gleich mal rein. Nachdem leider das letzte Stündlein für THQ geschlagen hat, liegt es nun an Deep Silver, einen Termin für das letzte Lichtlein dieser Ära zu nennen. So passiert vergangene Woche. Der atmosphärische Endzeit-Shooter Metro Last Light erscheint hierzulande am 17. Mai. Quantic Dreams Beyond Two Souls wird seinen Weg am 8. Oktober auf die PlayStation 3 finden. Das zumindest verrät ein neuer Trailer aus dem Hause Sony. In dem brandneuen Bewegtmaterial sehen wir zudem einen neuen Protagonisten, gespielt von Schauspieler Willem Dafoe. Bei uns macht sich allerdings ein klein wenig Angst breit, sieht das Gezeigte doch relativ gestelzt aus. Am 24. April findet in Berlin erneut die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises statt. Bereits jetzt könnt ihr die Nominierten einsehen. Für das beste deutsche Spiel gehen dieses Mal Risen 2, Spec Ops The Line und Chaos auf Deponia an den Start. So, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Ich verabschiede mich jetzt in meinen Urlaub. Die nächsten 3 Wochen bespaßen euch meine Kollegen. In diesem Sinne, reingehauen. 3 Wochen Urlaub! Die lang ersehnte Rückkehr des Städtebausimul... Die lange kehrt... All diejenigen unter euch, die lange auf die neue... seitens EA leider nicht geredet... Jetzt muss mir auch den Text zeigen, du Acher! Wie soll meine Hand klebt? Das wird
nicht witziger. Die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises. Heute die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises. Die Verleihung des Deutschen Computerspiel. Sieht das Ganze doch verdammt gestelzt aus. Sieht das Ganze zeigte doch schon noch verdammt. Sieht das gezeigte doch schon verdammt gestelzt aus. Bereits 5 Jahre in Folge beehrt uns der weiß gekleidete Meuchel. Aber die Assassin's Creed-Reihe hat mittlerweile.